Vorhang auf an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln und willkommen zu unserem Studieninformationstag. Mein Name ist Tilman Klaus, ich bin Prorektor hier an der Hochschule und werde Sie durch diesen Vormittag heute führen. Wir wollen Ihnen einen Einblick geben in das, was diese Hochschule ausmacht und Ihnen etwas von der Vielfältigkeit dessen mitgeben, was Sie erwarten dürfen, sei es bei einer Studienwahl oder beim Studieren selber. An einer offenen, lebendigen und renommierten Hochschule. In unseren Online-Meetingsräumen haben Sie nach dieser Eröffnung ab ca. 12.30 Uhr die Gelegenheit, sich im Detail mit Lehrenden und Studierenden auszutauschen und sich so über einzelne Studiengänge zu informieren oder ganz konkrete Fragen zu stellen. Die Zeiten sind besonders. Und das grassierende Virus erlaubt es mir nicht, Sie hier in Köln vor Ort begrüßen zu können. Sonst wären Sie vorhin mit dem Zug vielleicht angekommen, hätten einen kurzen Blick auf den Kölner Dom geworfen und wären dann nach wenigen Fußschritten in das geräumige Foyer der Hochschule gekommen, um von dort fast automatisch dorthin weiterzulaufen, wo ich mich jetzt befinde, in den Konzertsaal. Dieser zentral gelegene Saal ist quasi das Herzstück der Hochschule. Tagsüber finden hier fast durchgängig Proben und sowie Eignungs- und Abschlussprüfungen statt. Am Abend öffnet er sich dem breiten Publikum für Konzerte und Aufführungen unserer Studierenden und Lehrenden. Hier wird neue Musik, alte Musik, Kammermusik, Solorezitals, elektronische Musik, Tanz, Oper, Orchester, Jazz, Pop und vieles andere aufgeführt. Heute hätten Sie sich einen Platz gesucht, sich in dem großen Auditorium umgeschaut, dann wäre das Licht ausgegangen und Sie hätten den Pianisten Valère Bournon mit einem herzlichen Applaus begrüßt. Mit Spannung hätten Sie hier vor Ort der Aufführung von Claude Debussys Etude pour les Cartes zugehört, live, hier vor Ort. Am Ende hätte dann das gestanden, was wir neben vielem anderen auch vermissen, nach einem gemeinsamen Konzert den gemeinsamen Applaus, der Dank, Anerkennung und der Ausdruck einer Begeisterung für eine gelungene Aufführung. Valère Bournon, der Interpret des ersten Stückes, ist ein noch junger Pianist, kommt aus Belgien und hat dort am Konservatorium in Lüttich studiert und befindet sich nun bei uns im Masterstudium Klaviersolo. Valère Bournon, zunächst herzlichen Dank für diese schöne Interpretation des Debussy-Stücks. Können Sie uns etwas erzählen zu den Beweggründen, die Sie dazu veranlasst haben, an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln zu studieren? Also nach einem Bachelor in Lüttich wollte ich sowieso im Ausland studieren und für verschiedene Gründe müsste ich im Erasmus im Ausland studieren. Und ich fand Deutschland wirklich sehr attraktiv für Musik, sehr mit einem sehr hohen Niveau im Allgemeinen. Und Köln insbesondere fand ich eine sehr interessante Schule. Und ich hatte ganz viel Glück, dass Frau Mier mich akzeptiert in ihrer Klasse hat. Und dann seitdem studiere ich in Wuppertal bei Frau Mier seit 3 Jahren fast, ja. Und Sie haben gesehen, Sie haben bereits eine CD aufgenommen. Gibt es weitere Pläne, wo Sie auch dieses Debussy-Stück gespielt haben? Gibt es weitere Pläne noch für weitere CDs oder wie? Ja, dieses Jahr schon gibt es Pläne, auch wenn es kein Konzert gibt. Aber ich bewerbe mich für mehrere internationalen Klavierwettbewerben, nämlich diese europäische Klavierwettbewerb Bremen. An dem ich normalerweise diese Debussy-Stücke für die erste Runde spielen werde. Und sonst für nächstes Jahr, da ich diesem Jahr schon fertig ja, mit dem Studium in Köln, habe ich verschiedene Pläne und ich glaube, es gibt ganz viele Schulen, an denen ich gehen will. So, und insbesondere diese Imola-Schule in Italien, die sehr interessant auch ist. Und ja, mal gucken. Gut. Neben mir steht Dr. Florence Millet, Professorin für Klavier an der Hochschule
Hochschule für Musik und Tanz vielfältig engagiert in Projekten aller Art wie Echospor und anderen, Vorsitzende der Klavierabteilung derzeit und Lehrerin von Valère Brunon. Bei einem Klavierstudium an der Hochschule für Musik und Tanz gibt es mittlerweile ein starkes Gewicht auf die Breite. Wie sieht dieses Studienangebot konkret aus? Kannst du da etwas dazu sagen? Sehr gerne. Wir sehen, dass jeder Pianist ein Individuum ist und wir wollen natürlich auch die Breite geben, dass jeder auch Erfahrung bekommt, nicht nur im Unterricht mit unterschiedlichen Schwerpunkten bei unseren Kollegen, zum Beispiel neue Musik oder historische Instrumente, sondern auch konkret auf einer Bühne oder Vorbereitung einer Moderation. Also wollen wir, dass die Leute durch den Bachelor und Master und natürlich auch Konzertexamen sich kennenlernen unter sich und auch sich selbst. Deswegen haben wir sehr viele Projekte, wie du gesagt hast. Zum Beispiel könnte ich nennen, dass wir mit einer Tagung Neue Musik zum Beispiel oder Musikwissenschaft auch in der Region konzertieren und Programme präsentieren. Und so können die Leute sich dann spezialisieren nach einer Weile, auch pädagogisch orientieren oder also natürlich Solist, ne? Und wie Valère gesagt hat, für Wettbewerbe sich vorbereiten. Und es wird immer wieder Gastdozenten auch eingeladen, die dann sozusagen das Studienprogramm noch bereichern. Ja, wir haben natürlich wunderbare Kollegen hier im Hause, auch in Aachen, in Wuppertal und in Köln. Wir sind 9 Klassen und wir haben regelmäßig Einladungen. Jetzt im nächsten Semester zum Beispiel kommt Alfred Brendel und Juri Martinov, der aus dem Moskauer Konservatorium hierher kommt. Ja, vielen Dank. Gleich wollen wir über die Hochschule sprechen und dann werden wir noch mal darauf eingehen. Vielen Dank. Hochschule für Musik und Tanz in Köln, eine Hochschule mit über rund 1500 Studierenden aus über 60 verschiedenen Ländern, rund 220 Professorinnen und Professoren aus der ganzen Welt, ca. 600 Lehrbeauftragte, vielfältige Verbindungen zu anderen Hochschulen in Europa und weltweit. Wir sind international aufgestellt und bedienen diese Besonderheiten, um unseren Studierenden Möglichkeiten zu geben, außerhalb von Köln Erfahrungen zu sammeln. Ein wichtiger Aspekt, auch die Akademie in Montepulciano, die Europäische Akademie für Musik und Darstellende Kunst, wohin wir mit unseren Studierenden reisen können zu Exkursionen, aber uns dort auch treffen mit anderen Hochschulen in NRW, mit Kunsthochschulen und Musikhochschulen, um dort gemeinsame Projekte zu machen. Das Studienangebot an der Hochschule für Musik und Tanz basiert im Grunde auf 3 wesentlichen Säulen: der künstlerischen Ausbildung, der künstlerisch-pädagogischen Ausbildung und der wissenschaftlichen Ausbildung. In den künstlerischen Studiengängen werden für fast alle Instrumente Unterricht angeboten: Gesang, instrumentale, elektronische Komposition, Dirigieren, Chor- und Ensembleleitung, Tanz und vieles anderes mehr. In den pädagogischen Studiengängen sind es Instrumental- und Gesangspädagogik, elementare Musikerziehung und Lehramt, die angeboten werden. Die 3. Säule schließlich, die Wissenschaft, wird durch Musikwissenschaft, Musikpädagogik und Tanzwissenschaft abgebildet. Diese 3 Bereiche stehen nicht nebeneinander, sondern arbeiten eng miteinander zusammen. Man regt sich über die Fachgrenzen hinweg an, profitiert vom Wissen und Können anderer Disziplinen und gestaltet so gemeinsame Projekte, Konzerte, Aufführungen, Symposien und vieles mehr. Von diesem sich gegenseitig befruchtenden Netz ist das Hochschulleben geprägt. Offenheit, Neugier und ein sich gegenseitig unterstützen und anregen machen die Lebendigkeit der gesamten Hochschule aus. Für die Studierenden bedeutet diese Vielfalt eine große Chance.
Sie können diese Angebote nutzen, um individuelle Interessen zu folgen, eigene Schwerpunkte zu setzen, Unbekanntes zu entdecken und so über den Tellerrand des eigenen Faches oder Studiengangs hinauszuschauen. Die Hochschule ist aber auch regional ausgebreitet. Neben dem Standort Köln haben wir in Aachen und in Wuppertal Standorte, die jeweils einen eigenen Schwerpunkt mitbringen. Für den Standort Wuppertal kann ich mich nochmal an Florence Meillet wenden, die dort unterrichtet. Und der Standort Wuppertal hat insbesondere neben dem künstlerischen einen künstlerisch-pädagogischen Schwerpunkt. Und in diesem Zusammenhang wurde vor nicht allzu langer Zeit ein eigenes Profil eingeführt, das Profil Individuale. Was hat es damit auf sich? Kannst du uns dazu etwas sagen? Ja, genau wie du sehr gut sagst, Individuale, auf jeden eingehen. Das Berufsfeld hat sich sehr verwandelt. Wir haben auch schon fast 9 neue Professuren angeschafft in den letzten 2 Jahren mit Leuten, die wirklich im Beruf sind und im wandelnden Beruf sich befinden. Und wir haben eine Kooperation mit der Bergischen Universität und mit vielen lokalen Musikschulen, damit die Leute auch praxisnah Erfahrung sammeln können. Und im Profil Individuale gibt es eben Auswahl, Transkribieren oder auch stilistische Erweiterung mit Pop, Jazz, Klezmer und so weiter. Also das, damit die Leute sich eben entdecken, wie ich auch vorhin gesagt habe, und sich dann spezialisieren und auch wirklich Erfahrung machen. Wir sind auch sehr lokal vernetzt für künstlerische Erfahrungen mit Orchestern oder in verschiedenen Sälen in NRW und international. Also zum Beispiel auch mit Tanz, mit der Pina Bausch-Schule, die aktiv ist mit Choreografien, oder mit 8-Brücken-Festival und dem pädagogischen Studiengang in Köln. Kooperationen, es ist so viel zu sagen, reiches, aber ich will einfach nur... Ja, ein reiches sagen, Feld, was sich da auftut. Klein und groß, lokal und international. Genau, mit einem eigenen Konzertsaal, der natürlich auch immer wieder zu eigenen Konzerten einlädt. Um Ihnen ein bisschen einen Eindruck von der Kölner Hochschule zu geben, wollen wir Ihnen nun einen kleinen Film zeigen, der die Vielfältigkeit dessen, was hier passiert, noch einmal optisch verdeutlicht. Opernausbildung ist ein total komplexes Thema. Natürlich ist die Basis immer der Gesang. Darüber hinaus wird aber heute von Sängerinnen und Sängern erwartet, dass sie auch eine szenische Befähigung haben, dass sie in der Lage sind, Arien zu gestalten, sich auf der Bühne gut zu bewegen und so weiter. Und das schlägt sich jetzt mittlerweile bei uns auch extrem im Unterricht nieder. Und darüber hinaus haben wir natürlich auch gesagt, wir müssen sehr praxisorientiert sein. Das heißt, die haben sehr früh die Möglichkeit, in ein Opernstudio zu gehen oder in kleinen Rollen an der Oper Köln oder an der Oper Bonn aufzutreten. Dann natürlich die Opernstudios in Gelsenkirchen und hier in Aachen haben wir eine Kooperation mit dem Theater und unsere Studenten können da sozusagen sich erproben. Music life is truly international, and so we not only have teachers from all over the world, but we welcome students from every country to our institution. We feel that that enriches not only the studies, but it enriches people's experiences. And it enriches how people learn how to interact with different cultures, because that is something that's going to be essential to be successful in musical life. Ich bilde junge Komponisten aus, die sich spezialisieren im Bereich Multimedia im weitesten Sinne. Heute geht es um die ganze Bandbreite der medialen Kunst, vom Internet über Video, Interface-Technologie. Wie soll eine Tanzausbildung heute aussehen oder auf was soll sie vorbereitet? Das eine sind die technische, also im engeren Sinne technische Komponente, dass die Körperlichkeit möglichst stark ist im Sinne von technischer Virtuosität inklusive der somatischen Techniken auch. Und das andere, könnte man sagen, die Persönlichkeitsentwicklung, also in ganz unterschiedlichen Kontexten funktionieren zu können mit unterschiedlichen Kolleginnen im Feld, sowohl Kompanien als auch im freiberuflichen Bereich, sehr unterschiedlich funktionieren und agieren zu können.
Besondere ab ZZT ist zum einen, glaube ich, hier bei uns der Wechsel von Semester- und Projektphasen. Mitunter kommt es auch vor, dass denn die Studierenden selbstständig arbeiten. Und das ist natürlich unglaublich wertvoll, innerhalb der Institution da Agierfelder und Probierfelder zu haben. Wenn Sie zum Studium an die Hochschule kommen, werden Sie garantiert auch musikwissenschaftliche Veranstaltungen besuchen. Uns begegnet man entweder in Vorlesungen zur europäischen Musikgeschichte, von der Antike bis zur Gegenwart, oder in speziellen Ringvorlesungen am Abend, wo auch Gäste kommen aus verschiedenen Bereichen. Wir sind dabei auch sehr exkursionsfreudig. Die Hochschule hat ja auch eine Dependance in Italien, in Montepulciano, wo einige Seminare stattfinden. Oder wir reisen auch einfach mal in andere musikhistorisch interessante Städte, um dort Musikgeschichte kennenzulernen. Von daher ist das Feld sehr breit aufgestellt. Wir haben seit diesem Wintersemester einen neuen Schwerpunkt in Wuppertal, und zwar das Studium Individuale. Das heißt, dass jeder Student das für ihn Wichtige im Moment auch belegen kann an Zusatzfächern, die über sein eigenes Hauptfach und über die normalen Grundvorlesungen rausgehen. Man muss lernen, sich selbst zu managen, seine Schwerpunkte rauszufinden, seine Stärken auch und die im Studium zu entwickeln. Wenn man sich die Konzertprogramme anschaut, dann darf man sagen, Köln ist tatsächlich ein Zentrum der alten Musik. Denn sehr viele Aufführungen finden auch mit historischen Instrumenten statt. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Ensemble, die einen Schwerpunkt auf die Musik des 17. und 18. Jahrhunderts gelegt haben. Und die Lehrenden der Hochschule sind selber Mitglieder international anerkannter Ensembles. Die Jazzabteilung hier an unserer Hochschule ist meines Wissens die älteste und auch größte in Deutschland. Wir achten auch darauf, dass die Leute schon sehr, sehr früh sich mit der Szene außerhalb der Hochschule in Kontakt setzen. Und da Köln eine interessante Szene hat und auch eine interessante Stadt ist, bleiben eigentlich die meisten Leute hier und die Jazzszene wird immer größer. Wir haben kein festgelegtes Studienprofil. Wir sind zwar Bachelor und Master, aber die Profile sind so individualisiert, dass die Leute sich im Grunde ihre Studienkarriere, wenn man so will, selber zusammenbauen können. Das hat zur Folge, dass die Leute, die bei uns rauskommen, ganz unterschiedlich sind und dementsprechend eigentlich sich in der freien Wildbahn eigentlich sehr gut behaupten können. Die Musikpädagogik ist ein selbstverständlicher Bestandteil der hochschulischen Ausbildung. Es ist ein Bereich, der eigentlich fast alle hier betrifft, weil die meisten Menschen, wenn sie das Haus verlassen, auch als Lehrende tätig sind. Aber sie hat besondere Bedeutung in den Studiengängen, die explizit auf den Lehrberuf abzielen, nämlich die elementare Musikpädagogik, die Instrumental- und die Gesangspädagogik und das Lehramtsstudium. Die Musikpädagogik ist eine anwendungsbezogene Wissenschaft oder Disziplin. Das heißt, es ist selbstverständlich, dass wir die Berufsfelder, die zukünftigen, unserer Studierenden im Auge haben und behalten. Das bedeutet, es gibt sehr viele Kooperationen zu Schulen, Musikschulen, zu Konzertveranstaltern, zu Musikvermittlern im weitesten Sinne. Somit auch eine große Anzahl an Projekten, in die Studierende eingebunden sind und in denen sie sich schon erproben können, jetzt während des Studiums. Die Bläserausbildung beschränkt sich nicht nur auf den Standort Köln, wo wir 8 hauptamtliche Professoren haben, sondern sie wird auch in Aachen und Wuppertal, unseren beiden Standorten, gepflegt. Unsere Studenten sind seit Jahren schon sehr erfolgreich in den verschiedenen Arten von Orchesterprobespielen, sowohl bei Praktika, bei Volontariaten, wie auch festen Aushilfen in sehr guten Orchestern zum Teil. Und für die Studenten einfach auch attraktiv ist, dass hier ihre Vorgänger studiert haben und sie dann hoffentlich auch in Zukunft mal so eine Stelle erringen können. Bruckners 9. Sinfonie im Dom, Singer-Songwriter-Slams in der Kneipe, neue Musik beim 8-Brücken-Festival,
alte Musik als lebendiger Ausdruck von Gegenwart, hochkarätige Opernaufführungen in Köln und Aachen, Mandoline in Wuppertal, zeitgenössischer Tanz als Motor der Kölner Tanzszene, hochkarätige Forschung und in die Gesellschaft hineinwirkende Musikpädagogik. Das alles und noch viel, viel mehr sind wir, die Hochschule für Musik und Tanz Köln. Meine Damen und Herren, wir müssen leider eine kurze Unterbrechung machen. In 30 Sekunden sind wir wieder bei Ihnen. Bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder dabei. Im Abspann des vorigen Beitrages hat der Rektor der Hochschule noch einmal die Vielfältigkeit der Hochschule dargestellt. Neben mir steht nun Hans-Werner Huppertz, Professor für Gitarre, aber nicht nur Professor in Aachen und in Köln, sondern auch Standortdirektor für Aachen. Hans-Werner, mit der Rheinischen Opernakademie als Beispiel und den damit verbundenen engen Kooperationen hat Aachen nochmal ein ganz besonderes Eigenschaft, ein besonderes Profil. Kannst du etwas dazu sagen, welche Bedeutung diese Kooperationen für Studierende haben, für den Standort, aber auch für die gesamte Hochschule? Also unser besonderer Schwerpunkt, das meinst du, ist die Kooperation mit dem Theater. Hier hat die Musikhochschule, und zwar alle drei Standorte, haben die Gelegenheit, in einem professionellen Haus eine professionelle Opernaufführung durchzuführen. Das Haus, die Technik wird eben vom Theater Aachen gestellt, Musik, Sängerinnen, Sänger und Orchester stellen wir. Das ist in der Spielzeit, also es ist nicht eine Randproduktion, sondern es ist im Zentrum der Spielzeit eine Produktion unserer Hochschule. Also die Möglichkeit für Studierende wirklich im realen Berufsumfeld sozusagen zu arbeiten und auch dort Erfahrungen zu sammeln, wie man an einem solchen Haus arbeitet, richtig? Ja, unter erschwerten Bedingungen einfach eine Musikproduktion durchzuführen. Ja, praktischer geht's nicht. Ja. Und Standort Aachen, Dreiländereck, dort gibt es ja einen gewissen Bläserschwerpunkt auch. Wie wirkt der sich aus auf die Arbeit in Aachen? Ja, du hast gesagt, wir sind mit Aachen eine der Metropolen des Dreiländerecks mit Belgien und den Niederlanden. Gerade in Belgien und in den Niederlanden gibt es eine ausgeprägte Bläserszene. Es gibt viele Spielorte, es gibt viele Kooperationen und eine sehr lebendige Musikstadt mit vielen öffentlichen Konzertmöglichkeiten. Und das hat eine Auswirkung oder eine Strahlkraft ins ganze Haus. Also die Musiker, gerade hier aus den Bläserklassen hier in Köln, haben doch einige Betätigungsfelder bei uns in Aachen. Zumal jetzt ja auch noch eine neue Professur für Bläserkammermusik in Aachen nach Aachen kommt und die nochmal wahrscheinlich diesen Schwerpunkt verdeutlichen wird. Ne? Ja, also ich glaube, man kann sagen, gerade in dem Bereich wird der Standort Aachen durch seine besonderen, sehr guten räumlichen Möglichkeiten vielleicht einen Akademie-Schwerpunkt haben. Also sehr viele Produktionen, Ensemblearbeit, Stimmproben können wir in unseren Sälen für alle drei Standorte wieder durchführen. Ja. Nun bist du ja auch Professor für Gitarre und deswegen würde ich gerne noch etwas mit dir kurz über auch den Studiengang Gitarre bei uns sprechen, der ja an allen drei Standorten vertreten ist und für den eine sehr große Nachfrage besteht, logischerweise. Kannst du etwas zu der Gitarrenausbildung sagen? Was zeichnet die aus in Köln, an der Hochschule in Köln, Aachen und Wuppertal? Ja, wir haben Hubert Keppel. Das ist für mich immer eine klassische Antwort. Wir haben vielleicht mit ihm so eine der wichtigsten Personen in der Gitarristik. Er hat nicht nur in Deutschland das Niveau oder den Standard für klassisches Gitarrenspiel gesetzt, sondern er hat sicher auch hier in Köln, Wuppertal und Aachen wirklich das Niveau der Ausbildung maßgeblich geprägt. Wir haben nicht nur ihn, wir haben an den drei Standorten insgesamt 7 Gitarrenklassen, die jeder so einen unterschiedlichen Schwerpunkt haben. Und alle Studierenden können natürlich unterschiedlich davon auch profitieren und das auch wahrnehmen.
Das werden wir gleich nochmal besprechen, auch mit Luke Pan, der jetzt gleich hier auftreten wird, der nämlich genau auch diese Erfahrung gemacht hat. Thank you.
Luke Pan, Gitarre, Graniota von Francesco Tárrega. Herr Pan, was war das für ein Stück? Können Sie uns dazu etwas kurz sagen? Ja, sehr gerne doch. Granjota ist ein eher traditionelles Stück. Es ist entstanden aus einem andalusischen spanischen Tanz. Und das kam gerade zu der Zeit, wo Francisco Tárrega seine ersten Erfolge hatte. Und dadurch hat er sich gedacht, dass er dieses Stück schreiben wird, auch da der Gitarrenbau sich gerade so entwickelt hat, dass gerade neue Möglichkeiten angeboten wurden. Zum Beispiel das Tambora-Spiel, der Trommelzwischenteil, das war damals noch auf den alten Instrumenten nicht möglich. Somit ist das dadurch ein sehr revolutionäres Stück und gleichzeitig auch ein sehr verblüffendes Stück für das Publikum gewesen. Ja, vielen Dank. Jetzt studieren Sie Gitarre. Sie haben vorher in Köln bei Hubert Keppel studiert. Ja. Jetzt studieren Sie in Aachen bei Hans-Werner Huppertz. Und jetzt haben Sie sogar noch ein weiteres Studium seit diesem Semester angefangen, ein Tonsatzstudium. Wie sind Sie dazu gekommen und wie können Sie diese zwei Studien parallel, wie kann man das bewältigen? Ja, also um auf die Frage des Bewältigens zurückzukommen. Es ist natürlich viel, aber es ist natürlich alles machbar. Das ist alles eine Frage der Strukturierung. Zum Beispiel kann man natürlich die Zeiten nutzen, die man laut Hausordnung oder vielleicht auch Überordnung nicht benutzen kann zum Üben, dass man da einfach die Sachen für Tonsatz lernt und sich damit erweitert und somit sich auch die Zeit frei hält für das Üben, damit man da die Zeit gut nutzt. Also nach meinem Bachelor in Köln mit Hubert Keppel hatte ich immer das Gefühl, dass mir irgendwas außerhalb der Gitarre fehlt. Und da das Tonsatzprogramm hier in der Hochschule sehr gut ist und mir das sehr viel Spaß gemacht hat, war das für mich einfach der natürliche Schritt, da jetzt einmal noch nachzuhaken und da dieses Studium anzufangen. Pläne für später? Was kommt danach? Gibt es schon Ideen? Also durch die schöne Vernetzung der Hochschule und auch durch Herrn Huppertz habe ich natürlich schon einen kleinen Beruf an der Musikschule. Das möchte ich natürlich weitermachen, weil das Fördern junger Schüler und auch das Rausbringen von Talenten junger Leute mir sehr am Herzen liegt. Gleichzeitig hoffe ich, dass wie bei jedem Musiker bald die Konzerte vor Publikum wieder stattfinden können, sodass wir wieder ganz viele Menschen auch hier im Konzertsaal erreichen können und natürlich Wettbewerbe und alles, was noch möglich ist. Wünsche ich Ihnen viel Erfolg damit. Vielen Dank. Neben der Musikausbildung, über die wir jetzt sehr viel gesprochen haben, haben wir an der Hochschule für Musik und Tanz, wie es im Titel schon heißt, auch den Tanz. Das Zentrum für zeitgenössischen Tanz nimmt unter den Tanzausbildungsstätten national und international zweifellos eine Sonderstellung ein. Seine Ausrichtung auf den Tanz im zeitgenössischen Kontext macht es zu einem lebhaften, sich ständig wandelnden Institut, das Vorbildfunktion hat. Mit den drei Studienbereichen Bachelor Tanz, Master Tanzwissenschaften und dem gerade im Entstehen begriffenen Studiengang Tanzvermittlung ist an dem Zentrum ein Konzept entstanden, das drei Bereiche miteinander auf das Engste verbindet: künstlerisches Erforschen, Reflektieren und Vermitteln. Schon im Bachelor können Studierende zwischen den Schwerpunkten Bühnentanz und Tanzvermittlung wählen. Dabei steht der Gedanke im Vordergrund, tanzvermittelnde Praxis nicht von der künstlerischen Praxis zu trennen, sondern beides in einem Zusammenhang zu sehen. Wie kaum ein anderer Studienbereich der Hochschule hat das ZZT ein projektorientiertes Studium. In den Projekten und für die Projekte werden ständig Gäste aus der Tanzszene eingeladen, die ihre Erfahrung sowie ihr künstlerisches Wissen und Können in das Studium einbringen. Gleichzeitig ermöglichen zahlreiche lokale, nationale und internationale Kooperationen mit Institutionen und Partnern eine aktive Anbindung an und Vorbereitung auf ein heterogenes Berufsfeld. Derzeit ist das ZZT noch nicht im Haupthaus untergebracht. Ein geplanter Erweiterungsbau in unmittelbarer Nähe wird sicher noch eine stärkere Verbindung zwischen den Studienbereichen Musik und Tanz ermöglichen. In dem folgenden Beitrag erhalten Sie einen kleinen Einblick in die Arbeit am Zentrum für zeitgenössischen Tanz an der Hochschule.
I focus on two key moments in the discursive transformation of the classical in terms of its politics of categorization in India. La 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 la
Was Sie da gerade gehört haben, war Clark Ruth mit der Serenade des Mephistoles aus der Oper Faust von Charles Gounod, begleitet am Klavier von Atsuko Ota. Davor haben wir gehört mit Maria Portea Laric und Toni Mingalga am Klavier von Claude Debussy, Fantoche und anschließend von Robert Schumann, Frühlingsnacht aus dem Liedkreis Opus 39. Neben mir steht nun Maria Portela Larisch und ich würde gerne von Ihnen ein bisschen wissen, wie Sie denn zu dem Gesangsstudium gekommen sind. Was für Entscheidungen sind da gefallen? Wie haben Sie das gemacht? Also als Kind habe ich zuerst Klavier- und Geigenunterricht bekommen und dann ich hatte eine sehr hohe Stimme, also schon sehr hochgelagerte. Und meine Eltern haben gedacht, dass vielleicht wäre es gut, sie ein bisschen mehr zu kontrollieren. Und dann haben sie mich zu einem Chorkonzert mitgebracht. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich wollte das auch tun. Und dann habe ich ein Vorsingen gemacht und wurde im Chor der Brüsseler Oper angenommen. Und da hatte ich die Möglichkeit, an also den tollsten Projekten teilzunehmen. Und dann, als ich die anderen Sänger und Sängerinnen, also professionell, auf der Bühne gesehen habe, dann habe ich gedacht, okay, das will ich tun. Und dann habe ich immer weiter im Chor gesungen und dann schließlich auch einzelnen Unterricht bekommen. Und jetzt studieren Sie im Bereich Lied an der Hochschule und das ist auch das, wo Sie zukünftig weiterhin sich betätigen wollen oder gibt es noch andere Pläne? Meine Pläne sind noch sehr breit. Also ich möchte singen und also es gibt ein so großes Repertoire. Ich möchte eigentlich so singen und also das Verschiedenste singen und auch unterrichten. Warum nicht? Das
Das finde ich auch sehr, sehr schön. Ja, es gibt viel Gesangsliteratur, da kann man viel entdecken noch, ganz sicherlich. Neben Ihnen steht Kai Wessel. Kai Wessel ist Professor an der Hochschule bei uns für Gesang, aber ein sehr breit aufgestellt. Er ist sowohl ein Experte der alten Musik als auch ein Experte der neuen Musik. Und seit kurzem beschäftigt er sich in seinen Konzertprogrammen auch in einer Verbindung aus klassischer bzw. barocker und türkischer Musik. Kai, welche Bedeutung hat diese Bandbreite, die du vielleicht darstellst, für eine Gesangsausbildung heute? Die ist, so ist die Entwicklung der Zeit einfach auch notwendig. Also natürlich steht am Anfang erstmal das Bachelorstudium. Da haben wir auch schon sehr viele Angebote ja hier. Und Maria hat schon angesprochen, auch die Pädagogik, die wir hier auch umfangreich anbieten. Und dann kommt natürlich später die Spezialisierung. Also wir haben ja den Master Gesang Musiktheater und Master eben Lied. In dem Master Gesang Musiktheater haben wir tolle Kooperationen hier, die einfach sehr, sehr wichtig sind für die jungen Sänger, kurz bevor sie dann wirklich als Profis rausgehen. Wir haben hier tolle Verbindungen zu Theatern, die ja auch schon sehr sich weiter orientieren, nicht nur das Standardrepertoire zu bringen, sondern auch ein bisschen abseitige oder andere Wege zu gehen. Insofern muss der junge Sänger hier natürlich sehr breit unterrichtet werden und ihm muss geholfen werden, sich breit aufzustellen. Wir haben dann neben Master Lead, also die Lead-Akademie hier, auch Master Gesang Barock, beziehungsweise Barockgesang oder Master Gesang Historische Aufführungspraxis und Master Gesang Neue Musik in Verbindung mit dem Ensemble Neue Musik der Hochschule. Aber die haben dann auch immer die Möglichkeit vorzusingen, auch bei Projekten eben an anderen Theatern hier in Nordrhein-Westfalen, mit denen wir zusammenarbeiten. Ich glaube, das ist ja häufig der Fall, dass Studierende dann nach einem Bachelor und einem Master sich dann nochmal einen weiteren Master hinten dranhängen, um sich nochmal in die eine oder andere Richtung zu spezialisieren. Du hast gerade den Barockmaster genannt. Wir haben den Bereich Interpretation, neue Musik. Da gibt es eine große Bandbreite an Möglichkeiten, wie man sich dann nochmal weiter spezialisieren kann oder auch Pädagogik natürlich. Genau. Gut, vielen Dank. Wir wechseln jetzt gleich zu einem weiteren Studiengang an unserer Hochschule. Am Standort Köln gibt es noch einen weiteren sehr renommierten Studiengang, den Studiengang Jazz-Pop. Die vielen Bewerberinnen und Bewerber reißen sich darum, hier einen Studienplatz zu bekommen, und zwar aus In- und Ausland. Neben der vielen im Konzertleben stehenden Dozentinnen und Dozenten, die maßgeblich das Studium und die sehr persönliche Atmosphäre prägen, ist es aber auch die Stadt Köln, die eine große Bedeutung hat. Die Stadt als spannende Mischung ist eines der Zentren der freien Jazzszene, des modernen zeitgenössischen Jazz, aber auch der Jazz-Tradition, zum Beispiel mit der WDR Big Band. Neben mir stehen nun Ferdinand Schwarz und Darius Heidt, die beide in diesem Studiengang Jazz studieren. Und ich würde gerne von Ihnen wissen, wie sich das Kölner Umfeld, diese freie Jazzszene auf das Studium auswirkt. Gibt es da schon Verbindungen dazu? Oder ist das vollkommen abgekoppelt,
Stadt und Studium? Also für mich persönlich war eigentlich die Stadt mindestens so großer Faktor, nach Köln zu kommen, wie auch der Studiengang. Eben weil einfach die Szene unglaublich vital ist. Es gibt viele Konzertorte, verschiedene Musikerinnen und Musiker und genau, also und die Szene ist auch sehr familiär. Das heißt, also was Sie gerade angesprochen haben mit der Verzweigung, Studiengang und Szene, es ist sehr einfach mit Musikerinnen und Musikern aus der Szene zu spielen, zu jammen, die einzuladen, seine eigenen Stücke mitzubringen und so weiter. Ja, das war in meiner Wahrnehmung auch oder ist auch so sehr ähnlich. Wenn man hier an die Hochschule kommt, kommt man eigentlich nicht nur an die Hochschule, sondern direkt auch in die Szene. Also man geht dann jeden Abend auf Konzerte, auf Sessions und trifft dann da auch die MusikerInnen, die schon länger fertig sind. Und da gibt es auch eigentlich keine Berührungsängste. Man kann die Sachen fragen, mit denen spielen, hier in der Hochschule mit älteren Leuten spielen. Und überhaupt auch dieses Konzerte hören, das gibt eigentlich auch erst so ein Gefühl dafür, was alles möglich ist. Also das öffnet so den Blickwinkel, wenn man dann sieht, was Menschen hier alles machen. Insofern war das ein sehr wichtiger Faktor, glaube ich, für uns beide. Also ein fließender Übergang zwischen Studium und, nennen wir es mal, Berufsleben, in Anführungszeichen, der hier möglich ist. Ja, ein bisschen, ja. Neben mir steht Professor Annette Eichel von Eichel, Professorin für Jazzgesang hier an der Hochschule. Annette, es ist aber nicht nur diese Anbindung an die Stadt, die eine Besonderheit des Studiengangs ist, sondern auch das gesamte Studienorganisation ist bei euch ein bisschen anders als im klassischen Bereich. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was erzählen. Genau, wir glauben fest daran, dass die Zukunft der jungen Pop- und Jazzmusikerinnen und Musiker darin liegt, dass man ganz individuell auf die Talente der jungen Leute eingeht. Und darum haben wir für den Studiengang Jazz und Pop einen Studienverlauf gebaut, der im ersten Jahr euch noch richtig gut an die Hand nimmt, aber dann im Verlauf immer mehr Freiheit liefert. Einer der wichtigen Aspekte dabei ist zum Beispiel das Hauptfach Plus. Macht ihr zwei das? Ist das ja gut? Das ist super. Hauptfach Plus bedeutet, dass man seine gesamte Hauptfachzeit von 90 Minuten pro Woche aufteilen kann auf zwei. Manche Leute machen das sogar mit drei Dozentinnen und Dozenten. Und da gibt es dann natürlich eine unheimliche Kreuzbestäubung. Köln hat nämlich nicht nur eine wahnsinnig gute Jazzszene, auch eine unheimlich aktive Popszene. Es gibt ein paar ganz angesagte Popbands, die hier aus Köln kommen. Und wir glauben ganz fest daran, dass junge Jazzmusikerinnen und Musiker und junge Popmusikerinnen und Musiker davon profitieren, dass sie in so ein Spannungsfeld gebracht werden und dann überlegen müssen, wo will ich eigentlich wirklich selber hin? Das wird ja auch, also die freie Szene existiert und wir haben ja schon gehört, wie stark das verbunden ist mit dem Studium. Aber ihr geht das ja auch sehr aktiv an, die Studierenden darauf vorzubereiten, da hinauszugehen. Es gibt dieses eine Seminar, was ihr macht, was ich immer sehr beeindruckend fand. Baby, can you drive my car? Um was geht es da? Kannst du das vielleicht in wenigen Worten beschreiben? Ja, neben der guten musikalischen und künstlerischen Ausbildung, die für junge Musikerinnen und Musiker ganz essentiell ist, wird es natürlich auch immer wichtiger, gerade wenn man selber wahrscheinlich in der freien Szene arbeiten wird oder so ein Portfolio hat, ich konzertiere und ich vermittle auch Musik, dann ist es besonders wichtig, sich auch zu professionalisieren. Der Titel des Seminars Baby, You Can Drive My Car ist natürlich ein bisschen scherzeshalber entlehnt an den Beatles-Song. Aber bei diesem Seminar geht es darum, sich zu überlegen, was möchte ich überhaupt später mal machen? Welche unterschiedlichen Berufsfelder kann ich mir für mich persönlich wirklich vorstellen? Was auch noch wirklich spannend ist in unserem Fachbereich, finde ich, wir veranstalten jedes Semester ein dreitägiges Festival in einem Club hier in Köln-Ehrenfeld, dem A-Theater. Das heißt Jazz Against the Machine. Und da spielen jeden Abend vier verschiedene Bands aus dem Jazz- und Popbereich von Studierenden aus unserem Fachbereich. Dieses Festival wird aber auch organisiert. Das ist also ein Kursangebot. Und dieses Festival wird von Studierenden selber organisiert, weil wir damit möchten, dass ihr und ihr auch schon in die Rolle von Bookern und Veranstaltern kommt, weil dann kriegt man ein viel besseres Gefühl dafür, was man eigentlich in seinen Bands selber braucht. Schön. Jetzt kommen wir noch zu ein bisschen Musik. Jetzt haben wir ja schon viel gehört, wie es organisiert ist. Jetzt kommen wir noch zu ein bisschen Musik. Ferdinand Schwarz und Darius Heidt, was hören wir jetzt gleich zum Abschluss? Genau, wir beide spielen schon länger in einem Duo zusammen, arbeiten viel an Improvisation und eigenen Kompositionen und dementsprechend
Spielen wir auch zuerst frei improvisiert und dann noch ein Stück von mir, das den Titel Human Music trägt. Und ja, ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei. Bevor wir nun der Musik das letzte Wort lassen, danke ich allen Interpretinnen und Interpreten sehr herzlich für die musikalischen Beiträge, die hier sicher mit einem sehr großen Applaus bedacht worden wären. Aber auch den Kolleginnen und Kollegen, die diese kurzen Einblicke in das Studienangebot der Hochschule gegeben haben. Sie, die an diesem Vormittag online gefolgt sind, haben die Möglichkeit, nun in verschiedenen Online-Räume zu gehen. Die entsprechenden Zugangslinks finden Sie auf unserer Internetseite www.hfmt-köln.de. Schnuppern Sie rein, kommen Sie ins Gespräch, informieren Sie sich, lassen Sie sich beraten und begeistern. Wir, die Hochschule für Musik und Tanz Köln, sind heute, aber auch in Zukunft für Sie da.